Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Die ersten Herren des FC Mecklenburg-Schwerin halten sich während des Corona-Lockdowns mit Einzeltraining fit. Dreimal die Woche trainieren die Fußballer eine halbe Stunde im Fitnessraum und eine halbe Stunde auf dem Platz. Jeder Spieler bekommt von einem zugeteilten Trainer einen individuell zusammengestellten Trainingsplan. Dabei kann besonders auf die Schwachstellen des jeweiligen Spielers geachtet werden. Dafür wäre laut Torwart Max Böttcher im normalen Trainingsbetrieb kaum Zeit. Zuallererst lässt sich natürlich sagen, dass Individualtraining immer ein Stück weit spezifisch ist. Gleichbedeutend dem, dass das schon irgendwie cool ist, an seinen Stärken, aber auch an seinen Schwächen arbeiten zu können. Der Nachteil ist aber ganz klar, dass man irgendwie nicht die ganze Mannschaft sieht, sondern halt leider nur den Trainer, der mit einem arbeitet. Böttcher hält seit fast 4 Jahren das Tor vom FC Mecklenburg-Schwerin sauber. 2017 wechselte der gebürtige Wismarer von der U19 des FC Hansa Rostock zum FCM. Seinen Vertrag verlängerte der 22-Jährige erst im vergangenen Jahr bis Mitte 2021. Am meisten vermisst er das Gefühl, gemeinsam mit dem Team auf dem Platz zu stehen und dem Gegner zu bezwingen. Zum anderen fehlt ihm die mannschaftliche Geschlossenheit durch das einheitliche Training. Den Kontakt und das Mannschaftsgefühl aufrechtzuerhalten, ist laut Böttcher eine Aufgabe für sich. Indem wir einfach viel über Teams arbeiten, uns in Homeworkouts treffen, vielleicht auch mal ein Spiel vor der Kamera zusammenspielen und so weiter und so fort, um uns einfach beieinander zu halten und vielleicht auch nicht sozial zu distanzieren, sondern immer irgendwie den Kontakt beieinander zu haben. Die individuelle Neuroathletik, das Kraft- und Ausdauertraining und die Mobilitätsübungen können Schwächen ausbalancieren, die Stärken fördern und das Verletzungsrisiko reduzieren. Für das taktische Training gibt es nur begrenzt Möglichkeiten. Als Alternative werten die Trainer zusammen mit den Spielern digital Videomaterial aus. Auf diesem Weg kann Technik wenigstens in der Theorie analysiert und besprochen werden. Ein Ersatz für den Einsatz auf dem Feld und mit Ball am Fuß ist das jedoch nicht. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.